die Mathematiktraining App für Piloten. Hallo, ich bin Thomas und in diesem kurzen Video stelle ich dir meine App für das Mathematiktraining für Piloten vor. Mathematische Fähigkeiten, also die Fähigkeit, einfache Rechnungen schnell und effizient lösen oder abschätzen zu können, das ist ja eines der Grundvoraussetzungen, die man benötigt. Einerseits um die Eignungstests für Piloten, also die Pilotenselektionen zu bestehen, als auch für den täglichen Betrieb, wo ich im Cockpit natürlich oft einfache Rechnungen schnell abschätzen muss und das noch unter Zeitdruck und unter Stress, weil gewisse andere Faktoren und andere Dinge, die ich zu tun habe, hier den Denkprozess stören. Mit dieser App kannst du das Ganze trainieren und das Gehirn ist ja so wie ein Muskel. Je mehr du etwas machst, je mehr du etwas trainierst, umso besser wirst du darin. Und diese App soll dir eben dabei helfen. Die App ist generell in vier Bereiche unterteilt. Das erste sind einmal Estimation Tests, also so Abschätzungstests. Hier geht es darum, komplexe Aufgaben, also Aufgaben, die zu komplex sind, um sie innerhalb der gegebenen Zeit lösen zu können, abzuschätzen und hier schnell die Lösung zu erraten sozusagen. Im zweiten Modul geht es um Fraction Tests. Das ist ein ganz ähnlicher Test wie der erste, nur liegt hier der Schwerpunkt auf Rechnungen, die Brüche und auch Dezimalzahlen beinhalten. Das dritte Modul sind dann die Text Questions, also es geht hier einfach um Textaufgaben, so wie du es auch von der Schule kennst, wo halt gewisse Aufgaben gestellt werden. Hier hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, weil man muss den Text lesen und überlegen, was die Fragestellung ist und so. Und dann kann man hier die Lösung finden. Und das letzte ist ein bisschen tricky, das ist der sogenannte Cube-Test. Der schult nicht nur oder weniger das mathematische Verständnis, sondern hier liegt der Schwerpunkt auch auf das räumliche Vorstellungsvermögen, dass man eben schnell weiß, welche Punktezahl ist auf der Rückseite des Würfels, den ich hier sehe und so weiter. Für alle diese Module, für alle diese Aufgabenarten gibt es natürlich gewisse Tipps und Tricks, wie man das am besten und am effizientesten löst. Das würde allerdings jetzt den Rahmen von diesem kurzen Video sprengen. Ich kann hier einerseits auf die Literatur verweisen, die es zu dem Thema gibt. Andererseits werde ich in naher Zukunft wahrscheinlich weitere Videos auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen, wo ich hier eben auf diese Problemsachen eingehen werde und euch zeigen werde, wie man das am besten löst. Ich zeige euch jetzt im Anschluss noch ganz schnell alle diese vier Tests. Also das erste, der Estimation-Test. Man sieht hier 19.000 und 2 mal 45.000 irgendwas kann man natürlich in den 3 Sekunden nicht effizient lösen. Man sieht, die Zeit hier ist schon vorbei. Am unteren Rand des Bildschirms läuft hier ein Balken, ein grüner Balken, der immer kleiner wird. Der wird dann mit der Zeit orange und dann rot. Und wenn er bei 0 ist, wenn er ganz am linken Bildschirmrand ist, dann ist die Zeit vorbei. Und die Aufgabe wurde nicht richtig gelöst. Man sieht hier die Lösung an dem grünen Feld. Es wäre hier diese Zahl links unten gewesen. Das exakt zu lösen, wie gesagt, in den paar Sekunden ist nicht möglich. Man kann hier nur aufgrund dessen, dass es eine Multiplikation von zwei sehr großen Zahlen waren, kann man natürlich einerseits die erste Ziffer ausrechnen, dass das 8 sein muss, ist klar. Und andererseits kann man hier aufgrund der Größe der beiden Zahlen hier abschätzen, wie groß die Zahl, also wie viele Stellen diese Zahl haben muss, und aufgrund dessen kann man die richtige Lösung erraten. Das wäre hier der richtige Weg gewesen. Es gibt hier viele andere Aufgabenarten. Wenn ich hier jetzt auf das obere Feld drücke, wo steht Press to Continue, dann komme ich zur nächsten Aufgabe. Nach der 10. Aufgabe ist dieser Test beendet und man kommt hier wieder auf die Menüseite und sieht hier unten auf der Laufschrift dann das jeweilige Ergebnis. Ich gehe hier zur nächsten Aufgabe. Das ist hier eine Addition von drei Zahlen. Also es könnte hier zum Beispiel diese sein. Nein, ich habe mich hier verschätzt. Also es wäre hier, wenn ich ein bisschen genauer gesehen hätte und weniger mit Reden beschäftigt gewesen wäre, hätte ich eigentlich erkennen müssen, dass die zweite Zahl ein 8er ist. Also es muss 3,8 irgendwas sein. Habe ich hier nicht. Darum habe ich hier auf die falsche Lösung gedrückt, nämlich links unten in rot gekennzeichnet. Richtig wäre gewesen rechts unten in grün.
Ich kann den Test jederzeit abbrechen, das werde ich jetzt auch tun, indem ich links oben auf Back gehe. Bin ich wieder im Modul, also auf der Menüseite meine ich, und zeige euch jetzt den nächsten Test. Wie gesagt, die Fraction-Tests sind ganz ähnlich, nur dass es hier immer Kommazahlen und oder irgendwelche Brüche gibt. Also man sieht hier Addition von 4 Zahlen, man muss da schon sehr flink sein, dass man das rechnen kann. Wenn man es abschätzt, wäre hier links oben diese Zahl 31,005 die richtige gewesen. Ich gehe wieder zurück. Nächste Aufgabe sind Text-Questions, wie schon gesagt. Hier irgendwas von einem Porsche und eine Geschwindigkeitsaufgabe, eines der klassischen Aufgaben. Man muss hier natürlich den Text durchlesen. Der Balken hier unten geht wesentlich langsamer, das heißt, man hat hier ein bisschen mehr Zeit. Viel allerdings immer noch nicht. Man muss hier einerseits sehr schnell lesen, andererseits sehr schnell denken. Vermutlich werde ich in einer der nächsten Updates diesen Balken hier bei den Textaufgaben noch etwas langsamer machen. Richtige Antwort wäre gewesen 60 km/h. Was auch immer die Frage war, ich habe sie jetzt nicht gelesen. Und der letzte Test ist eben dieser Cube-Test. Der ist ein bisschen tricky. Hier geht es darum, ich sehe hier drei Würfeln mit drei verschiedenen Punktezahlen. Ne? Und jetzt weiß man ja, die Summe der Punkte auf der Vorder- und auf der Rückseite, also auf zwei gegenüberliegenden Seiten, ist immer 7. Das heißt, wenn ich hier einen Würfel von vorne sehe, weiß ich automatisch auch, was auf der Rückseite für eine Punktezahl ist, zu finden ist. Und ich muss jetzt Folgendes machen. Ich muss die Summe der Punkte der drei Würfel auf der Vorderseite zusammenrechnen, addieren und dann die Summe der Punkte auf den Rückseiten. Dann nehme ich diese beiden Zahlen, die ich hier erhalten habe, ziehe die kleinere von der größeren ab und bekomme wieder eine Zahl. Jetzt schaue ich, ob es einen Würfel, ob einer der drei Würfel die Punkteanzahl hat, dessen Zahl ich gerade ausgerechnet habe. Ist es so, dann drücke ich auf diesen Würfel, dann ist das meine Lösung. Enthält keiner der drei Würfel, die hier abgebildet sind, die Lösung, dann drücke ich auf den Würfel mit dem Fragezeichen rechts unten. Das heißt, dass keiner der drei Würfel die Lösung darstellt. Und es werden auch hier 10 Aufgaben in Folge gestellt. Und dann ist der Test beendet. Man muss ja sagen, es gibt hier verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Also man kann natürlich die Summe, also jeweils die Differenz der Punkte zwischen vorne und hinten bei jedem Würfel einzeln rechnen und dann die drei Zahlen addieren. Oder man kann auch zuerst wirklich, so wie ich zuerst gesagt habe, die Summe der Vorderseitenpunkte und dann die Summe der Rückseitenpunkte berechnen und danach die kleinere von der größeren abziehen. Ihr müsst da ausprobieren, was euch am besten liegt, wie ihr am besten zurechtkommt. Und jeder muss da seine persönliche Methode finden, wo er dann sehr schnell ist und wo er dann diese Aufgabe bei der Selektion am schnellsten lösen kann. Aufgaben wie dieser Art werden natürlich im Cockpit dann nicht vorkommen. Aber wie gesagt, das räumliche Vorstellungsvermögen und das schnell umzusetzen, das ist eine Fähigkeit, die man als Pilot sicher braucht. Und diese Art Tests dieser Art kann man auch bei Selektionen finden. Und dann braucht ihr das, um überhaupt in ein Cockpit zu kommen. Aber wie gesagt, das Gehirn ist wie ein Muskel. Je mehr ihr trainiert und je mehr ihr diese App benutzt, umso besser werdet ihr werden. Zwangsläufig. So, das beendet jetzt meine kurze Rundtour. Wie gesagt, hier unten sieht man dann die Auswertung, die Ergebnisse vom letzten Test und den Highscore, den ich bisher hatte. Und ja, jetzt sage ich vielen Dank, dass du das Video bis hierhin angesehen hast und ich wünsche viel Spaß mit der App und gutes Trainieren und dann in weiterer Folge gutes Gelingen bei der Selektion. Vielen Dank. Tschüss.